Happy Money Girl, online digital Geld verdienen. Nein, eigentlich hat es ja begonnen mit Geld sparen, aber nur Geld sparen ist langweilig. Daher habe ich meinen Account so geswitcht in mehr Geld verdienen. Und das kann jede von uns von zu Hause aus. Und das finde ich so toll. Gerade wenn du vielleicht Mutter bist. Ich habe damals gestartet, dass meine Kids noch sehr klein waren. Jetzt sind sie zwischen 14 und 17 Jahren alt. Also jetzt ist wieder eine neue Ära, aber macht nichts, ist gut. Heute möchte ich stelle dir immer wieder Firmen vor, mit denen du digital online Geld verdienen kannst, denn über 70% der Firmen arbeiten bereits damit. Dem sagt man Affiliate-Partner-Programm. Das heißt, wenn du eine Firma, ein Produkt weiterempfiehlst, bekommst du Kommissionen. Du musst aber keine Rabattcodes verteilen. Das finde ich nämlich relativ mühsam, weil die laufen immer nur irgendwo nach 24 Stunden wieder ab und da musst du wirklich präsent sein auf Instagram oder wirklich so ein Influencer sein. Das mag ich eigentlich nicht. Ich bin ganz interessant. Ich bin die, die gerne vorbereitet und das möchte ich dir auch mitgeben, damit du keinen Stress hast, damit du nicht dauernd online präsent sein musst. Mag ich nämlich auch nicht. Weil das stört, gerade wenn man Kids hat, man soll sich auf die Kids konzentrieren, auf die Arbeit, auf dein Gegenüber und nicht dauernd am Handy. Also, aber diese Dinge kannst du natürlich mit Newslettern, ich zeige dir gleich den ganzen Ablauf, alles im Vorfeld vorbereiten, aufbereiten, damit das Ganze automatisiert danach versendet wird. Also heute geht es um. Ich habe über 20 davon. Ich habe mir schnell einen Teil davon genommen. Und komme ich dann noch auf die Taste. Wirklich cool. Was das Tolle ist, das sind Brille mit Sehstärke, aber du kannst es in allen Variationen haben, um Auto zu fahren, für den Computer mit Blaulichtfilter, als Sonnenbrille, ganz getönt oder nur mit Übergang. Völlig verschieden. Und ich sage dir momentan, die Modelle, die sind 9 Euro. Modell und dann halt noch die Gläser, kommt halt darauf an, ob du in die Weite nimmst. Ich bezahle da um die 27 bis 39 Euro momentan. Also ganz verschiedene Typen. Da habe ich dir auch noch einen Code. Eben, normalerweise arbeite ich nicht mit Codes, aber ich habe dir hier einen Verdi 5040. Ich schreibe ihn noch unten hin. Dann kriegst du sogar noch 40 bis 50% zum Teil auf die Fassung und dann auf die Gläser. Also probier es aus. Am Ende bei der Kasse noch den Code eingeben und schauen, was passiert. Okay, aber jetzt zeige ich dir, wie du damit Geld verdienst. Und ich finde es so toll, wenn du Brillenträger bist oder wenn du Brillen gerne hast, dann eröffne einen Instagram-Account oder einen YouTube-Kanal. Ich finde beides toll oder TikTok, wie auch immer. Ist ja alles gratis. Nutze diese Dinge, die sind gratis. Es ist Werbung. Es ist ein Marketing-Kanal. Jeden Tag berichtest du über eine Brille, über die Vorteile, wie man eine Brille reinigt, wie man die Geschichte einer Brille, was man früher getan hat, Augenkrankheiten. Ach, das Thema ist so groß. Jedes Thema ist groß. Jeder Schreiber, wenn du einen Schreiber vermarktest, kannst du jeden Tag über diesen Schreiber erzählen. Mach es nicht zu so kompliziert, sondern wähle einfach ein Thema. Du kannst mehrere Accounts auch machen und starten. Instagram kannst du ja direkt wechseln. Mehr als 5 kannst du mittlerweile. YouTube dasselbe kannst du mit einem, du kannst eine Anmeldung machen und 5, 6, 7 Accounts dabei separat hochladen und wechseln und damit arbeiten. Ich finde das wirklich gängig und denk daran, alles, was du da einmal eingerichtet hast oder hergestellt hast, das bleibt. Also immer wieder verwenden. Es bleibt bestehen. Es kommen immer wieder neue Kunden nach, oder? Die Menschheit wächst ja immer wieder. Es gibt neue Babys. Irgendwann werden diese 18 Jahre alt. Sie brauchen vielleicht eine Brille für die Schule, wie auch immer. Und dann kommen sie zu deinem Account. Daher, du musst da nicht das Rad neu erfinden und immer wieder neue Dinge bringen, sondern immer wieder dasselbe eigentlich. Und das möchte ich dir weitergeben, dass du das wirklich so gut von zu Hause aus starten kannst. Okay, wenn jetzt das ein Thema für dich ist, dann, daher bist du vielleicht hier, weil dich das interessiert. Brille, ja, Brille. Brille. Okay, dann schauen wir uns das an und diese Firma heißt Firmo. Jetzt muss ich kurz den Bildschirm freigeben. Eine Schnellfreigabe, Google Chrome mit Brille. Freigeben. Gut, hier sind wir. Ha? Ich habe da noch eine Folie vorbereitet. Da schauen wir nachher den ganzen Ablauf an. Moment, schauen wir uns verkleinern, damit ich das auch sehe. Gut, hier gehen wir zu der Firma. Die Firma heißt Firmo. Es ist eigentlich alles sonst auf Englisch. Wenn du zum Beispiel Fragen hast, dann geht es nicht so auf Deutsch, sondern du, hallo,
Nee, lass mal Stände stehen. Auch meine Katze spielt da mit meinem Licht. Du siehst, Firma, kannst du shoppen, siehst du, du kannst alles anwählen, gleichzeitig Brillen, auch wenn du die Brille dann anklickst. Ja, schau mal, das ist auch eine, die ich habe, aber ich habe sie für 9 gekriegt, dann ist das wohl eine andere. Jedenfalls, wenn du sie anklickst, du kannst die Fassungen anders wählen, du kannst die Gläser separat auswählen. Aber wir wollen jetzt Geld damit verdienen. Und was tun wir dann? Normalerweise sage ich dir immer, scrolle ganz nach unten. Und hier unten bei den Links findest du das Affiliate-Programm. Affiliate-Programm, das Marketing-Programm, das Partner-Programm. Das ist nicht MLM oder irgend sowas. Da hast du keine Verpflichtungen, nicht, sondern du erhältst einfach einen Link, der dich mit dieser Firma verknüpft. Und wenn jemand Dritter dann über deinen Link eine Brille kauft, dann erhältst du Kommission. Eine völlig faire Variante für die Firma, für dich, für den Kunden, alle drei. Denn die Firma bezahlt nicht Werbekosten an irgendwelche Werbefritzen, die ein Inserat machen, sondern an dich, weil du ja das Inserat eigentlich machst, weil du einen neuen Kunden bringst. Und der Kunde ist wiederum froh, dass er dich kennt und sagt, oh cool, die Nadja hat einen tollen Tipp, also dankbar. Also es ist Win-Win für alle drei, wirklich, oder? Gut, jetzt aber hier siehst du, hier haben wir keinen Link. Und das ist so, weil er auf Englisch, die englische Sprache, also wenn du hier auf Englisch wechselst, ich habe dir hier die Seite auf Englisch, dann kommt hier unten, haben wir ein bisschen einen anderen Absender, ein bisschen anderes Impressum oder so, und da sieht man hier dann Affiliate-Programm. Hier kann man es dann anklicken und dann landest du auf dieser Seite, da wird erklärt, wie das Ganze funktioniert und da kann sich jeder bewerben, das ist kein Ding, man muss einfach wissen, dass es das gibt. Das wissen halt noch nicht so viele und daher bist du ja hier, um das zu lernen. Also du kannst dich anmelden, eben direkt. Es wird erklärt, wie, wo, was. Bei uns läuft das Ganze wieder über Arvin. Arvin hat natürlich die meisten Partnerprogramme drin. Also bewirb dich oder registrier dich mal bei Arvin. Völlig kostenlos. Und dann suchst du nach Firmo und bewirbst dich, also meldest dich an und wartest auf deine Freigabe. Wenn du die Freigabe hast, kannst du damit starten. Dann bekommst du einen Link. Und that's it. Das ist eigentlich schon alles. Du erhältst dann die Kommission. So, was machen wir denn danach mit diesem Link? Du kannst ihn natürlich 1:1 einer Freundin weitergeben. Okay. Nur reich wirst du damit nicht. Du machst einen Gefallen, du verdienst etwas. Die Freundin hat Freude, dass sie nicht viel bezahlen muss. Du hast eventuell noch einen Rabattcode, den du weitergeben kannst. Du kannst die Firma auch anfragen. Kriege ich einen Rabattcode? Wenn du vielleicht so spezielle TikTok oder Videos machst, um das noch mehr zu promoten. Das war bei mir so, also die sind auf mich zugekommen und daher habe ich dann diesen Code erhalten. Aber dann, wenn du natürlich das Ganze skalieren möchtest, erweitern möchtest und Digital Marketing ist einfach riesig, Affiliate Marketing, du weißt, wie groß, nein, du weißt, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie viele Videos, wie viele Menschen, wie viele Nutzer gibt es. Und du kannst natürlich auch alle Plattformen nutzen. Und da, die haben wir hier. Schau mal. Nutze irgend so eine Plattform. Entweder E-Mail, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Blogs. Es gibt noch viele mehr Twitch. Und die Jungen haben noch ganz, ganz andere Snapchat. Wie auch immer. Die haben noch ganz, es gibt so viele Plattformen. Wo bist du gerne? Wo bist du? Ich würde aber eine wählen, wo du sowieso oft und jeden Tag drin bist oder kurz etwas checkst, weil es dir dann am einfachsten fällt, dort auch zu starten. Also wenn du an einem, mit etwas beginnst, wo du selbst noch keine Ahnung hast, dann würde ich zuerst einfach mal einen Monat lang konsumieren, schauen, wie funktioniert diese Plattform, damit es einfacher ist, zum selber Inhalte herzustellen, weil darum geht es dann, damit wir das verlinken können. Jetzt gerade mit der Brille, interessant ist da natürlich auch Pinterest. Pins setzen, du kannst einzelne Pins erstellen, das kannst du bei Canva, kostet dich nichts. Wenn du die Gratis-Version nutzt, du kannst Kurzvideos machen, du kannst feste Bilder nehmen, einen Text, irgendwas anbieten und dann direkt auf den Link von deinem Affiliate. Ja, verlinken. Nur möchte ich dir dabei noch sagen, es ist halt nicht so interessant. Wenn, stell dir vor, ich habe die Brille und sage, okay, ich schaue diese
und verlinke mir das mit meinem Link. Jetzt kauft jemand die Brille oder halt die Empfehlung, was ja super toll ist. Nur, du hast keine Ahnung, wer das war. Du weißt nicht, wer das war. Ist so schade, weil es potenzieller Kunde. Und du kennst die Brillenträger und die meisten Brillenträger. Okay, die sind vielleicht nicht so verrückt wie ich. Vielleicht noch viel mehr, ich weiß nicht. Die haben halt gerne mehrere Brillen. Ich habe gerne mehrere Brillen, dafür halt nicht so exklusiv teure, weil mein Gesicht sieht irgendwo immer wieder anders aus oder mein Stil verändert sich auch. Ich wechsle halt gerne ab oder auch von der, die einen sind komfortabel, die anderen weniger, wie auch immer. Jedenfalls, wenn ich dann weiß, wer dies war, dann kann ich mit dieser Person in die Zukunft arbeiten und ich möchte dir was mitgeben, was du für die Zukunft aufbauen kannst. Nicht so einmalig, eben nicht ein Influencer, der jeden Tag da Vollgas geben muss, sondern das läuft dann automatisch. Das Einzige, was du tun musst, die einzige Aufgabe, die wir immer tun müssen, wenn du in diesen Bereich kommen möchtest und damit Geld verdienen willst mit Digital Marketing, ist hier Traffic zu bekommen, Besucher. Das ist deine, meine Aufgabe, die ich jeden Tag mache oder jede Woche oder wie auch immer, kommt halt darauf an, wie groß du bist. Wir brauchen Besucher, einen Besucherstrom. Wir brauchen Leute, die zu uns oder auf diese Plattform kommen. Das andere ist alles vorbereitet und automatisiert. Das ist das Coole, oder? Da musst du nicht mehr darüber nachdenken. Und wir machen das so, oder ich mache das so, oder ich lerne dich das auf diesem Weg, dass wir hier eine Opt-in-Seite erstellen. Du brauchst keine große, umfangreiche Webseite. Ich zeige dir, wie du das sehr schnell, du kannst es bei mir Copy-Paste machen, wirklich schnell eine Opt-in-Seite, eine Brücke, also eine Dankesseite mit einem weiteren Produkt, dann zeige ich dir, wie die Verkaufsseite und der Upsell. Das sind so die vier Schritte, die einfach schon automatisiert sind. In dieser Opt-in-Seite, da gibst du irgendein Freebie weg, irgendetwas, was mit der Brille zu tun hat, irgendetwas, was die Leute suchen und dazu kannst du ChatGPT nutzen. Du fragst ChatGPT, hey, was sind die meisten Fragen, was Brillen nutze? Dich fragen oder was sind ihre Probleme, Herausforderungen. Such immer die Probleme und die Herausforderungen, die die Menschen haben, denn du bist die Person, die die Lösung bringt. Denk immer so, du bringst die Lösung, du hilfst ihnen. Vielleicht mit Augenabständen, mit der, keine Ahnung, da gibt es ja so viele Tipps und Tricks. Und das ist deine Opt-in-Seite, denn da sammelst du die E-Mail-Adresse und dann geht es weiter direkt auf die Verkaufsseite von Firma, von der Brille dann selbst. Du holst vorneweg schon deine Daten, deine E-Mail-Adresse, bis der Kunde dann, der Interessent, auf die Brücke kommt, auf die Danke-Seite, wo du dich noch kurz vorstellst. Dazu alles mehr im Detail in meinem Gratis-Starter-Guide, aber auch kannst du jederzeit downloaden, da sind die Schritte noch im Detail beschrieben, auch die Programme, die ich nutze. Ich gebe die Programme mit an die Hand, mit denen du gratis nutzen kannst, und zwar nicht nur für 14 Tage, sondern wirklich richtig gratis nutzen, bis du viel größer wirst. Und dann haben wir einen Kontakt, wir haben ein Lead, sagt man dem, wir haben einen Interessent. Und vielleicht hat er direkt eine Brille gekauft. Perfekt, du hast deine erste Kommission verdient. Nur, du möchtest ja nachher mehr. Du möchtest den Kunden betreuen. Also ich denke, wenn du wirklich was Richtiges aufmachen willst und du Freude dabei hast, möchtest du den Kunden weitere Dienste leisten. Bei Instagram zum Beispiel arbeiten wir da mit ManyChat. Das läuft total automatisiert. Du bereitest dich vor, die Fragen, die Antworten, die Freebies, alles geht automatisiert. Ich muss da nicht mehr jeden Tag bei Instagram etwas posten und antworten. Die Leute haben eine Frage und sie kriegen sofort in der gleichen Sekunde eine Antwort. Das muss schnell gehen. Alles eingerichtet. Nutze das. Link und so habe ich dir in der Beschreibung verlinkt unten oder auch in meinem Starterguide findest du die Links dazu. Dann gehst du raus mit dem Freebie und dann startet deine E-Mail-Liste. Du gibst Nutzen, du gibst Tipps und stell dir vor, bei den einzelnen Tipps, es gibt ja viel weitere Firmen wie diese Firma. Das ist ja nur der Starter jetzt in diesem Bereich hier, die Brille. Dann gehst du auf Digistore 24, du gehst auf Avin, du gehst auf andere Plattformen, wo du weitere Partner findest.
Was könnte noch zum Thema Brille passen? Da gibt es so viel. Und diese baust du dann in deinen Newsletter ein. Einfacher Newsletter mit wirklich wenig Text, wie wenn du einem Freund, Freundin schreiben würdest, hey, wie passt deine Brille? Bist du voll zufrieden? Hast du schon Reinigungstuch? Keine Ahnung, hast du dies und jenes? Warum hast du überhaupt die Brille? Ach, zum Computer. Ja, vielleicht wäre zum Computer noch dieses Produkt dazu zu empfehlen. Wie auch immer, Fähigkeit zu verkaufen ist etwas Wichtiges, was ich dir ans Herz legen würde. Beratung gleich Verkauf, wenn wir das wirklich gut machen, wenn wir uns wirklich in den Kunden reinversetzen können. Okay, und das startet dein Storytelling. Du bringst Werte, Nutzen, Verlinkungen, weitere Produkte. Vielleicht mal, du bist da im Newsletter drin von Firma und du weißt noch, hey, jetzt kommt die neue Herbstsession raus oder der Großverkauf, eben der Ausverkauf, Großverkauf. Der Ausverkauf hat begonnen. Vielleicht hat jemand jetzt noch Lust, schnapp dir noch die letzten Brillen vom Sommer für eben so und so viel Rabatt. Dann informierst du sie wieder, weil die Menschen beschäftigen sich ja nicht andauernd mit dem Thema Brillen. Das bist ja du, weil du das Thema Brille in deinem Account hast. Und dann wirst du kannst einfach die Newsletter und meistens, wenn wir uns eingetragen haben als Affiliate von einer Firma, das Beispiel auch mit Lidl Partnerprogramm, dann erhalte ich wöchentlich als Affiliate, als Partner von Lidl, erhalte ich, was in der kommenden Woche dann in der Aktion steht. Also bevor es in die Medien geht. Ich weiß dann schon, okay, ach, das läuft, dann kann ich mich schon vorbereiten, dann kann ich mitmachen. Ich bin dann wie ein Mitarbeiter von Lidl. Und das hier auch, wenn du bei Firma drin bist, erhältst du Newsletter. Du weißt, was abgeht, was die vorhaben, was neu ist, was anders ist. Und du erfährst, und du informierst deine Datenbank, deine Kunden, deine Interessenten, was auch immer. Das kommt in deine E-Mail-Frequenz mit rein. Tolle Arbeit, ich bin völlig fasziniert, ich liebe das einfach. Also, und irgendwann hast du vielleicht größere Produkte zum Verkaufen. Irgendwann beginnst du vielleicht mit deinem eigenen Produkt. Du bemerkst, hey, das sind immer die gleichen Fragen. Hey, jetzt weiß ich verstehe, wo die Problematik ist bei einem Brillenträger zum Beispiel. Warum, wieso, weshalb? Und dann erstellst du ein eigenes Produkt daraus. Oder vielleicht, es gibt doch diese Augentrainings. Okay, wie kannst du deine Sehstärke verbessern? Machst ein Augentraining. Wie passiert das? Also gibt es so vieles. Oder Kopfschmerzen, allgemein die Schmerzen mit den Augen, mit der Sehstärke. Ich glaube, da gibt es so viel, wirklich viele Herausforderungen, die Menschen, die nicht glücklich sind damit, mit den Augen, mit dem Sehwert, mit der Brille, mit Linsen. Linsen kannst du auch mit reinbringen. Ich habe mich nicht groß damit beschäftigt, aber nur schon jetzt, das würde mir so sprudeln, das Brainstorming, so was man da alles machen kann. Es ist so faszinierend. Du kannst auch ein bisschen abweichen, eben Kopfschmerzen. Dann bringst du halt Yoga-Übungen mit rein. Oder Massageübungen, alles mit Affiliate-Produkten, mal gratis, mal entwirfst du selber was, du siehst etwas, erstellst bei Canva eine kurze Anleitung, du nimmst ein Video schnell auf, erklärst etwas und tust einfach etwas Gutes. Oder die Öle, wie man die Öle da einschmiert, arbeitest mit doTERRA zusammen und machst das mit der, alles Verknüpfung und Verbindung. Aber es basiert alles darauf, dass du diesen Kontakt bekommst, siehst, dass du weißt, wer ist interessiert. Denn wenn jemand direkt bei Firma bestellt, siehst du natürlich nicht, wer hat bestellt. Das ist Datenschutz. Die dürfen dir nicht sagen, okay, die Johanna hat jetzt seine Brille mit deinem Account bestellt. Das geht so nicht. Du musst das selbst vorne wegnehmen. Und das lernst du bei mir, wenn du dich da, also du kannst das alles selber einrichten, kein sachte Ding. Ich gebe dir das wahnsinnig gerne weiter. Ich liebe das Ganze einfach. Du kannst meinen Starterguide hier holen. Der hat 4 Schritte aufgezeigt, wie du mit deinem Social Media Kanal starten kannst. Dann, welche Gratisprogramme ich nutze, welche ich weiterempfehle, warum und weshalb, habe ich dir alles aufgeführt. Ja, und so, ich möchte einfach, dass du startest, dass du ins Umsetzen kommst, denn nur beim Umsetzen lernst du. Du wirst größer, du wirst selbstbewusster. Es gibt dir einfach Kraft und irgendwann kannst du wirklich richtig reich damit werden. Du kannst wirklich nachher dann deine Träume verwirklichen, was du einfach gerne wolltest, ob du eine Mutter bist, ob du alleinerziehend bist, aussteigen willst oder deinen normalen Job auflösen möchtest, weil du einfach nicht damit glücklich bist, dann beginne mit dieser Arbeit und
Affiliate Programme, das, dieser Weg, kannst du neben deinem Volljob beginnen. Einfach jeden Tag mal 30 Minuten. Aber du musst dich dazu verpflichten und sagst, okay, ich werde das umsetzen. Ich werde jeden Tag 30 Minuten, jeden Tag ein Step by Step weitermachen. Ich habe dir jetzt einen Start gegeben. Du weißt, wo du dich melden kannst. Du weißt, was du einzurichten hast. Du hast es eigentlich schon an der Hand. Das Umsetzen, das musst du tun. Und zwar nicht nur 10 Tage, sondern 30 Tage, 100 Tage, 300 Tage. Es sollte dein Ding werden. Irgendwann kannst du ja jemanden anstellen, der das macht. Aber ich würde das selber machen, zu Beginn zum Lernen, dass du nachher neue Fähigkeiten besitzt und weißt, wie so etwas funktioniert. Okay, das war's zum Thema Affiliate mit Firma. Wenn es um Brillen geht. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten. Bleib dran. Ah ja, abonnier doch, damit du keine Tipps verpasst. Ich mache auch so Canva-Tipps oder ebenso auch technische Tipps zwischendurch oder frag, komm in den Club, da schauen wir uns immer das Ganze im Detail an, wo du auch deine Links teilen kannst, damit die das anschauen und sagen, okay, da könnte man Verbesserungen machen oder das ist schon ganz gut so, mach weiter so. Bis dann, danke dir, tschüss.